Tag Leute und willkommen zu einer neuen Folge Flughafen Feuerwehr Simulator 2013. Es geht weiter. Wir sind hoffentlich nur noch diese eine einzige Schicht Feuerwehrmann Anwärter. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Und dann geht es höchstwahrscheinlich, wenn wir jetzt keinen Unfall bauen, geht es höchstwahrscheinlich mit dem neuen Fahrzeug weiter. Ist das nicht super? Ich finde das ganz klasse. Dann kriegen wir endlich Florian 4. Das ist logisch, was? Nach 1 kommt 4, ist klar. Nach 1 kommt 4, aber dann kommt wieder 5, ist klar. Das ist Feuerwehrlogik, die können alle nicht denken. Deswegen sind sie auch Feuerwehrmann geworden. Hier sehen wir nebenbei die wunderschöne Bäckerei von Ralf Schmitz. Und in dieser brannte ein zusammen. Tisch. Und da ich selber viel zu tun, zunächst zu unserem Vorteil. Das war in der letzten Folge. Das denke ich natürlich, ja. Alle kann er immer die Arbeit sein. Mein Tisch besteht aus auch. Holz. Zumalerweise, richtig, das ist korrektes Deutsch. Zumindest in echt. Aber was ist denn das Kuriose daran? Ja, das Kuriose daran konnte man jetzt vielleicht noch nicht entdecken. Aber das ist wie folgt. Kuriose an der Sache ist, dieser Tisch hat gebrannt, war aber noch ganz. Das bedeutet, er hat gebrannt, aber auch irgendwie nicht gebrannt. Boah, ist das Teil dreckig. Funktioniert schon wieder ein Blinker nicht. Kann doch nicht wahr sein. Nie funktionieren hier die Blinker. Bei dem Auto. Jetzt repariere ich zuerst und spritzt dann erst das Auto ab. Wie geht's? Mir geht's klasse, danke. Macht ihr weiter irgendwelche bösen Spielchen? Viel Spaß euch beiden bei. Morgen! Oh, Flotter Dreier! Das ist ja interessant. Ich möchte euch nicht aufhalten, wirklich nicht. Diese realistischen Geräusche. Sind auf jeden Fall die Geräusche, die erzeugt werden, wenn man ein Licht neu einbaut. Wo sind die beiden? Ne, wo sind die drei hin? So schnell fertig? Mein Gott, seid ihr schnell. Unglaublich. Da wollte ich mir noch viel Glück wünschen. Naja. So ist das. Das kann ich mir nicht mehr viel Glück wünschen. Oh mein Gott. Mein Leben ist zerstört. Ich kann ich nicht mehr viel Glück wünschen. So säubert man auf einmal mehr Fläche, wenn man weiter weg steht. Ach du Kack, ist das dreckig. Das ist ja unglaublich. Dreckig kann ein Auto gar nicht sein. Guckt euch das mal an. Woher kommt der ganze Dreck? Boah, ist das dreckig, ey. Das erkennt man ja gar nicht mehr als Feuerwehrauto. Einsatzbefehl für Florian 1. Punkt im Wartebereich im Gate F des Passagierterminals. Wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Dann mal los mit euch. Florian 1 verstanden. Also eben noch ein unidentifizierbares Feuerwehrauto reinigen. Lass mich auch nicht hetzen, weil Zeit der Weg ist ja nicht so weit. Von daher passt das alles. So, fertig. Das Tom kann runtergemacht werden. Es geht Terminal, Dust.
Verletzung, war nicht meine Schuld. Dieser unglaublich hohe Lenk, Einschlagwinkel. Unfassbar. Also, geht F. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Geht F. Nichts wie weg hier. Oh, da hinten brennt's ja schon. Das riech ich ja schon bis Feuer, hier. Feuer! Das ist realistisch. Hier drüben. Nichts wie weg hier. Hier drüben, nichts wie weg hier. Das ist so super. Ruf doch mal ein. Feuerwehr, Zombies. Hier drüben. Oh mein Gott, es brennt. Stehen ja Mülltonnen rum. Da stehen im Flughafen Mülltonnen und Müllsäcke rum. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Ja, und jetzt steht er da schon wieder wie so ein stronger Typ, der irgendwas versperrt oder so. Horst. Horst! Wie viele Gates gibt's eigentlich? Gate G, Gate H, was willst du hier? Scheiß Airport Security Teil. Geht bis Gate J. Viele Gates. Ich habe gekauft, hier ist das hier überhaupt? Da ist schon wieder die Airport Stewardess, Airport Security. Boah! Geil, die Airport Security mal richtig in den Bus reingehauen. Da muss die Airport Security ja die Airport Security anzeigen, weil die Airport Security in den Bus reingerast ist. Und deswegen muss die Airport Security ja eine Strafe von der Airport Security kriegen. Und deswegen sollte eigentlich die Airport Security eine bestimmte Anzahl an Jahren, die die Airport Security festlegt, in den Knast stecken. War das jetzt ein bisschen auf der Airport Security? Aber ich meine, die Airport Security hat ja auch einen großen Wert hier in diesem Spiel. Ich meine, die Airport Security passt ja darauf auf, dass in dem Spiel nichts passiert, weil das ist ja der Sinn einer Airport Security. Meine Tabletten. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache. So, einmal kurz bitte. Beiden. Ich habe mich doch beim letzten Mal so dankend aufgenommen. Deswegen tut ihr das bestimmt noch einmal. So. Wem gehört der Helm? Mir gehört er nicht. Bin unschuldig. Hallo. Unschuldig. Hi. Ich bin unschuldig. Ich kann nebenbei noch ein bisschen pennen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. 4 Stunden sind es ja, die ich noch schlafen kann. Ah, ein bisschen Licht. Schade auch nicht. Nö, schade auch nicht. Ist ja auch noch ein Lichtschalter. Sicher doch. Sehr schön. Muss ja alles in Ordnung haben. Muss da mal hier hinsetzen und noch die Liebsten anrufen. Hi! Ja, hi! Tschüss. Gut, erledigt. Das hätten wir. Dann umziehen. Also umziehen. Gut, den Beitrag musste ich leider kurz rausschneiden. Und dann werde ich gleich rausschneiden müssen. Denn der ist leider nicht für Leute unter 18 Jahren gedacht. Deshalb werdet ihr den restlichen Beitrag auf YouPorn finden. Die Seite ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. So. Einsatzbefehl für Florian 1. Vom oberen Wartebereich im Gate F des Passagierterminals wurde ein Alarm gemeldet. Eine der Brandmeldeanlagen hat ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Kommt halt zurück oder bringt wenigstens die Fahrzeuge halt zurück. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Alles klar. Gott, wie viele fahren da raus? Muss ich hier kurz wenden. Tut mir leid. So, aufgeräumt. Jetzt kann's losgehen. Aber sagt mal, was will denn wollen Florian 4 und Florian 5? Die kommen doch so zu so Gammelaufträgen nie mit. Warum fahrt ihr eigentlich alle links? Könnt ihr mir das mal verraten? Sind wir hier in den USA oder was?
Sind wir oder in der USA oder was? Tut mir leid. Na gut, eigentlich tut's mir nicht leid. Nicht wirklich. Bist du besoffen oder was? Wie fährst denn du? Bist du weniger Tequila oder was? Wir sind zu viel besoffen. Kumpel, ey. Kumpel, ey. Dass die anderen aber auch immer so langsam sein müssen. Ah, nein. Eieieiei. Ich dachte schon, das wäre wieder mein Ende. Dabei habe ich die Punktzahl jetzt eigentlich schon erreicht. Eigentlich hatte ich die schon vor dem Auftrag, aber den muss ich ja leider noch machen. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort das eingetroffen. Das ist Gate E, ihr Vollpfosten. Es brennt, Leute. Hilfe! Das ist Gate E. Hier drüben! Seid echt alle zu blöd, ne? Seid echt alle zu blöd. Diese dummen Taschen zu orten. Gate E, eindeutig Gate E. Und der sagt mir, es Gate F. Achso, im Gate F wurde Alarm ausgegangen, das ist ja immer so. Dann ja nicht in dem Raum ausgelöst, wo das Feuer auch ist. Nein, es wird in dem Raum ausgelöst, wo das Feuer überhaupt nicht ist. Aber das soll einen nur verwirren. Ist der Alarm? Der hier? Der ist es nicht. Ne, das war der obere Wartebereich. Warum löst denn da der Alarm aus? Kann ich mal erzählen, warum nicht in Gate E? Ah, da! Der BMA-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und der BMA wieder zurückgesetzt. Verstanden. Sehr schön. Passt doch. Dann kann ich ja wieder zurückfahren. Und mir nochmal einen Laun machen. Lass mich durch, Dorpenner. Ausweichen. So. Unglaublich weit. Unglaublich. Ahem. Bin ich gegen die Wand gefahren? Nein, nein, nein. Das stellt ihr euch nur vor. Das war gar nicht so. Das ist so ein Scheißdreck. Dieser Pfosten ist nicht mal halb so groß wie mein Auto. Ich fahr trotzdem dagegen. Das kann euch nie wahr sein. Schocks daneben herzufahren, ist so unglaublich groß, aber ich treffe ihn natürlich. Gotzen. Das ist doch unglaublich. Hast du schon gesagt? Ich halt einfach mal die Klappe, ne? Wäre, glaube ich, besser. Scheißbus, steh mir nicht im Weg rum. Jetzt gleich dann noch meine Schicht um. Ist das super? Und dann bin ich dieses Kackauto los. Es gehört, du Kackauto, dann bin ich dich los. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Aha. Was eine Drehung, ey. Was eine Drehung. So, guten Tag. Ich komme nochmal bei dir rein. Hi, Schätzchen. Oh. Hier liegt noch der Ständer mit dem. Na, ja, fit? Ja, fit, alter Mann. Warst du schon wieder mit dem Zimmer oder was? Ansonsten wärst du doch nicht so fit, ey. Dass der das aber auch immer in meinem Zimmer machen muss. Das kann doch echt nicht wahr sein. Kann er das nicht mal in seinem Zimmer verrichten? Mein Zimmer ist mein Zimmer. Kann er mein Zimmer nicht mal in Ruhe lassen? So, kann ich jetzt mal in meinen restlichen Stunden noch pennen? Ein Buch. Wegpacken. Was ist eigentlich hier noch? Oh, hier ist nichts. Die anderen Räume gucke ich mir in der nächsten Folge an. Mal gucken, was da drüben noch ist. Ich glaube, das sind auch noch Schlafräume, ne? Wie geht's? Ich glaube schon. Moin. Moin. An der Steckuhr mal kurz die Schicht beendet. Verstoß gegen das Wegerecht. Ach, komm halt auf die Fresse. Mensch, ich bin trotzdem fertig. Von daher ist mir das kackegal, weißt du das? Du hast ohne Alarmbefehl mit Martin so. Ja, stimmt, ich hab's Blaulicht vergessen auszumachen auf einem Rückweg. Ja, ich weiß. Ich hab's vergessen. Aber es war ja nicht möglich.
dass dein Fahrzeug fortschrittsmäßig kontrolliert und eine kleinere Reparatur selbst durchgeführt hat. Die Geschichte ist zu Ende. Beim nächsten Mal bin ich dann Feuerwehrmann-Anwärter, den ich schon speichere. Jetzt. Also, bis zum nächsten Mal. Dann bin ich endlich Feuerwehrmann. Woo! Bis dann. Ich freue mich. Ciao.